Und mir das Geld wieder weggeben. Los, 4 Sternpunkte. Jawohl. Können wir uns jetzt hier mal in Ruhe umsehen? Kennen wir ja von Super Mario hier. Ach, da fällt mir gerade was ein. Wir haben noch... Ich habe noch was Wichtiges zu sagen. Na, ihr kennt doch sicherlich... Nein, warte mal. Ich habe ein bisschen geplant, da ich immer so wenig Zeit habe, dass ich nur 2 Let's Plays auf einmal mache, ist auch eine gute Idee. Ich werde gelegentlich mal Ghostbusters für Videogame zu Ende spielen und dann... Tja, dann spiele ich noch Paper Mario zu Ende. Minecraft ist ja auch ein Projekt und das lassen wir auch. Das Spiel ist unser Langzeitprojekt, zumindest noch oder so. Ja, kommt drauf an, wie lange ich das spiele. Was schmeißen wir denn nur weg? Ein staubiger alter Hammer, wirf ihn nach einem Gegner. Weg damit. So. Ja. Und nach Paper Mario werde ich auch Pikmin aufnehmen. Und nach Pikmin vermutlich werde ich da... Paper Mario 2 werde ich auch noch machen, aber irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Ich mache erstmal Paper Mario 1 zu Ende, dann kommt Pikmin und dann kommt vermutlich auch Paper Mario 2. Und wir nähern uns hier anscheinend. Aha. Was ist das denn hier? Aha. Was passiert denn nun hier? Wow. Lichtershow. Schade, dass mein Controller nicht vibriert. Naja, ist ja auch egal. Ach, guck mal. Die Forscher haben Angst. Die haben auch Angst. Und er weiß Bescheid. Ja, das war auch klar. Na, und wo ist die Tür? Ach, da ist die Tür. Ist jetzt mit Absicht Nacht hier in der Wüste? Oder wird es jetzt Tag? Naja, ist auch egal jetzt. Wir gehen jetzt hier mal schön rein. Und eigentlich kann ich jetzt auch leiser sprechen. Keine Ahnung warum, aber... Ich bin irgendwie ein bisschen... Gute Laune. Beogboak. Ich bin der große, schreckliche Tutankhamun, der unherzliche König der Wüste. Wer wagt es, seinen Fuß in meinen Wüstenpalast zu setzen? Sprich und zeige dich. Verlasse diesen Ort sofort, sonst werde ich Unheil dich befallen. Pff, warum sollten wir drauf hören? Und eins kapiere ich nicht. Eben war es dunkel und jetzt ist es hell. Hä? Das gibt doch keinen Sinn. Naja. Oh. Oh, ich habe falsche Taste gedrückt. Eigentlich wollte ich ihm jetzt ein bisschen Schläge geben. Ich habe schlechtes Gewissen, dass wir uns hier vergiften werden. Werden wir vermutlich auch. Tja, der erste ist wohl weg. Und solange der jetzt nicht noch eins spawnen lässt, ist alles okay. Ich lebe noch, alles okay, gut. Los, knallen wir den ab, ey. Yippie! 6 Sternpunkte, mal wieder. Ist hier irgendwas? Nö. Aber das will ich haben. Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht wertvoll aus. Ich glaube, ich weiß schon, was das ist jetzt hier. Ich glaube, damit kriegt man hier ein bisschen mehr OP, wenn man den... Moment mal, das gibt auch keinen Sinn. Wenn man OP verwendet. Moment mal. OP-Orden, um 3 OPs zu bekommen. Nee, das gibt es wohl nicht. Das hat einen anderen Zweck, dieses Item.
Und das werden wir bestimmt noch herausfinden. Jo, weg ist der und weiter geht das Level, oder? Ja. Ach, ich mag Paper Mario, das ist so ein schönes Rollenspiel. Es entspannt einen. Du hast den Stachelschild-Orden erhalten. Kein Schaden bei Sprung auf stachelige Gegner. Ach so. Der könnte nützlich sein, weil hier im Moment sehr viele Stachelgegner sind. Solange der nicht so viel verlangt. Der kommt hin, aber ich weiß nicht, Schlagplus, das brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir nochmal den Rabatt raus. Warte mal da. Und wir nehmen den Stachelschild. Dann können wir wenigstens mir mal richtig angreifen. Das probieren wir gleich mal aus. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Jawohl. Probieren wir gleich mal aus. Anscheinend funktioniert es. Jawohl. Ich dachte, er wäre schon längst tot, aber... Oh nein, jetzt sind wir wirklich vergiftet. Ich dachte, das war nur Vermutung. Tot. Ich mochte dich sowieso nicht, also... Ja. Ding. Ja klar, vergift uns noch weiter. Am besten du steckst uns noch mit der Pest an. Bastard. So, weg bist du. Und weiter geht's. Ach, ich finde es schön, dass ich meine Let's Player-Gucker hab. Und ja. Ich hoffe, wir machen noch weiter viel Spaß hier. Jetzt gehen wir mal hier lang. Was hast du erhalten? Einen Ruinenschlüssel. Ausgezeichnet. Tja, mal sehen. Tja. Wie es aussieht, ist hier eine Tür aufgegangen. Ist hier was? Nö. Sieht nicht danach aus, aber... Was ist hier mit den Schaltern? Ach, ist hier interessant. Eine kleine Sanduhr sozusagen. Zumindest erinnert mich an eine Sanduhr. Kann man hier runter? Ist kürzer. Nö, sieht nicht so danach aus, aber ist ja auch egal. Runter geht's hier. Los, weiter geht's. So, und gucken. Was ist denn hier Feines? Gar nichts. Interessant. Narr, du hast meine Warnung ignoriert, du Narr. Vor meinen Legionen wirst du fallen und zu einer Mumie des ewigen Sands werden. Ach, halt's Maul. Was sollst du mir schon antun? Aha, sieht so aus, als wäre hier noch so eine Art... Sanduhr? Hallo, bist du blind? Nee, du doof. Jawoll, aber ich glaube, das bringt dir nichts. Wird so ein blöden Panzer. Vielleicht gem. Ah, ja, gut. So könnte es klappen. Aua, das hat wehgetan. Warum tust du das? Hast du kein Mitleid? Zumindest ich habe keins. Mit dir. Dich mag doch sowieso niemand. Jawohl, 6 Sternpunkte. Mal wieder. Jetzt sind wir schon wieder bei Level Up, ne? Nee, das dauert ein bisschen. So. Jetzt sind wir mal Paracarry. Ja, ich bin Postbote. So, und jetzt nehmen wir mal Bombette. Und sprengen das Ganze ja mal. So, wo sind wir denn nun? Ja. Los. Ei. Da fliegt schon wieder was runter. Und ein Sternsplitter, den müsste man ja nicht übersehen.
zumindest die meisten. Keine Ahnung, ob das. Das frage ich mich irgendwie. Können das endlich auch Blinde spielen? Ich meine. Oh, vielleicht spielen ja wirklich Blinde. Ich habe hier keine Ahnung. Das interessiert mich gerade mal. Naja, ist ja auch egal. So, ne, von da kamen wir. Jawohl, na. Nee, so leicht kriegst du mich nicht platt, also. Daraus wird nichts. Warum habe ich diesen Kerl jetzt draußen? Also, ich weiß ja nicht. Drei, das wollen wir wissen. So, dann, was würde ich sagen? Wir fliehen mal aus Spaß. Jawoll, und das ging ja auch leicht eigentlich. Ja, mein Geld. Ich bin ja ein bisschen geldgierig, das wisst ihr ja. Und ich glaube, den Schlüssel haben wir. Jawoll, wir haben den Ruinenschlüssel. Mal gucken, was hier sich verbirgt. Ah, da oben ist irgendwas. Das fällt schon am Farbton aus. Auf. So. Ich glaube, die biegt sich jetzt irgendwie. Jawohl, habe ich doch gewusst, dass die sich irgendwie biegt. Na, das heißt wohl, dass wir es nochmal machen müssen. Jetzt muss es aber klappen. Geht doch. Wunderbar. Ausgezeichnet. Aber das bringt uns nichts. Wir müssen irgendwas haben. Hallo, öffnet das Ding sich nicht? Naja. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Habe ich nicht irgendetwas eben gesagt? Okay, wir essen mal einen Pilz. Nur zur Sicherheit. Zumindest sind das jetzt wohl hoffentlich nicht drei Stück. Naja, ein bisschen hat das meine Nerven jetzt wohl doch genommen.